Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Sportfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin. Erstmal ein Schlückchen hier. WM-Tag 6 und ab morgen beim Polenspiel sende ich aus Mavericks WM-Studio. Freunde, alles bereit, ne? Vielleicht auch heute Abend schon. Die Folge für morgen, denn das ist morgen sehr, sehr wichtig. Dieses Video wünschen sich viele schon im Voraus, ne? Dann, Freunde, Tag 6 steht heute auf dem Programm. Wir analysieren gleich die vier Partien und prognostizieren die vier heutigen. Ne? Zwei Sachen gibt es dann. Heute kommt in der VIP-Gruppe mein Viererschein. Ne? Viererquote, Freunde, eine Dreierkombi, sehr mies analysiert und das ist auf jeden Fall ein Megaschein. Also wer vervierfachen will, ab, Freunde. In meine VIP-Gruppe. Telegram-Info-Gruppe habt ihr verlinkt in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Dort steht, was zu tun ist, Freunde. Also ab alle in die VIP-Gruppe, Freunde. Da kommt heute mein Wettschein des Tages. So, als nächstes Space Frogs, YouTube-Kanal Space Frogs, ne? Geht alle auf den Kanal und das letzte Video von ihm, ne? Ballert mal in die Kommentare, ne? Was sich der Günther da denkt, ne? Der Uwe, dass er hier vom Onkel Material benutzt, ne? Dass er hier die legendären Videos vom Onkel benutzt und nicht mal den Onkel verlinkt mit dem Kanal, ne? Macht mal ein bisschen Dampf. Letztes Video, der hat 1,28 Millionen Abonnenten, Space Frogs, ne? Irgend so ein Frosch, Alter. Frosch, ja? Frosch, hör mal zu. Wenn du hier Videos vom Onkel benutzt, ne, schreib mich wenigstens an und sag, dass du mein Material benutzt, ja, weil das ist goldenes Material, ja. Ihr macht alle Plastik-YouTube-Videos und benutzt dann hier meine Videos, ne. Also, Freunde, Maverick Army ab auf sein Video und lasst ihn das wissen hier, dass dem Onkel das nicht gefällt. Not amused bin ich. So, Schweiz Kamerun war ein sehr langweiliges Spiel. Am Ende Sieg Schweiz 1-0, halt kompakter als Mannschaft, ne? Und Embolo, der in Kamerun geboren ist, macht dann nochmal das 1-0, jubelt nicht, ne? Schweiz Sieg war drinne. Dann habe ich euch gesagt, Korea X2, die werden gegen Uruguay nicht verlieren. Waren sehr, sehr giftig, sehr hoch angegangen, sehr viele Chancen herausgespielt. Eigentlich wäre ein Sieg Südkoreas möglich gewesen. Am Ende trennen sie sich 0-0. Verdienter Punkt für Südkorea, Freunde, ne? Dann Portugal, Ghana, unfassbar, was dort passiert ist. Kein Elfmeter bei der ersten Situation. Und dieser Elfmeter macht alles kaputt. Dann Toreigen, 5 Tore im Spiel. Ghana kann dann nochmal mit dem Ausrutscher fast das 3-3 erzielen. Ne? Wo der Torwart Portugals den Fehler macht, kann Ghana das 3-3 machen. Da rutscht der Ghanese nochmal aus. Ne? Aber unfassbarer Betrug, war kein Elfmeter. Niemals im Leben ist das ein Elfmeter, Freunde. Zum 1-0 für Portugal. Ich bleibe weiterhin dabei. Würden Sie das nicht pfeifen, wäre das nicht gepfiffen worden, ist das ein Minus unter 1,5 Spiel. 0-0, Ronaldo trifft nicht. Ne? Aus dem Spiel keine Chance zu treffen für ihn. Ne? Portugal unfassbar schlecht. Meiner Meinung nach kommen sie maximal Achtelfinale. Und Brasilien gegen Südkorea. Ja, Freunde, sehr stabile Abwehr. Am Ende war der Druck zu hoch. Serbien muss man auch sagen, wirklich unfassbar schwach. Die sind ja kaum vors Tor gekommen bei einem Eckball. Ansonsten nichts zu sehen von dem. Sehr, sehr doll enttäuscht. Das lag aber daran, dass Brasilien auch wirklich sehr, sehr gut und stabil war. Ne? Sehr stabile Leistung hinten, unfassbares Tor zum 2-0 von Richarlison. Zwei Dinger gemacht, ne? Unfassbar, wie er sich den Ball sehr schnell vorlegt und pack, sofort Volley nimmt. Ne? Wie beim Beach-Soccer, Freunde. Ne? Unfassbares Ding. Brasilien sehr, sehr stark. Haben wirklich eins der wenigen Teams, die richtig krass überzeugt haben. Und dann kommen wir zu den heutigen vier Partien. Es geht mit der Partie los, Wales gegen Iran. Und Freunde, Iran ist nicht so schwach, wie sie England demoliert hat beim 6-2. Ne? Und Wales hat auch ein gutes Spiel gemacht. Hätten sogar noch das 2-1 gegen USA machen können. Ne? Sind auch stabil. Und ich glaube, beide werden jetzt alles geben und das wird eine Punkteteilung. Beide werden Remis spielen. X, sage ich. 1-1.
So schätze ich die ein. Wales lässt nicht viel zu. Iran wird heute sich mobilisieren müssen nach der Klatsche. Die wollen was gut machen. Und ich sage, beide Tore werden die Leader machen. Gareth Bale auf Wales Seite und bei Iran Taremi. Also beide Torschützen würde ich anspielen und für mich X beide treffen. Katar-Senegal ist so eine Mogelpackung, denn viele denken jetzt, so schwach wie Katar sich im ersten Spiel, wo die ganze Welt auf sie geschaut hat, präsentiert hat. So ganz schwach sind sie, glaube ich, nicht. Ja, und Senegal hätte gegen Holland sich einen Punkt verdient, haben viel Dampf gemacht, haben ein gutes Spiel gemacht, am Ende verlieren sie 0-2. Und ich muss sagen, ich denke jetzt, viele sagen jetzt, Senegal wird sehr leicht easy Handicap Katar machen, ja. Aber ich glaube, Katar wird heute fighten um ihr Leben, ja. Unentschieden würde mich nicht verwundern. Ich sage, trotz allem wird Senegal einmal durchkommen. Das wird ein minimalistischer 1-0 Sieg für Senegal. Deswegen Handicap anspielen gefährlich. Ich finde, die Siegquote auf Senegal ist schon vernünftig, ja. So gesehen, Freunde, 0-1, 1-0 für Senegal. Gefährlich Handicap auf Senegal. Aufpassen, Freunde. Ne, muss nicht heißen, dass Katar jetzt jedes Spiel hier richtig schlecht ist. Ne, bei sich zu Hause. Vielleicht haben sie sich jetzt akklimatisiert. So, da sind wir bei Niederlande gegen Ecuador und Holland hat nicht überzeugt im ersten Spiel. Senegal hatte viele Möglichkeiten, das Ding zu machen. Ecuador hat ein gutes Spiel gegen Katar gemacht, aber halt Katar. Ne? Und auch, ob Valencia da jetzt mitspielt, ein paar Verletzungen. Ne? Valencia auch verletzt rausgegangen. Für mich wird das ein kämpferisches Ding und ein sehr schwieriges Spiel für Holland. Ich sage, Holland trennt sich von Ecuador 1-1 Punkteteilung X. Holland wird Ecuador nicht besiegen. Für mich ist es ein Unentschieden. 1-1. Und England gegen USA. Ja, England hat richtig zerlegt. Vorne sind sie unfassbar stark. Ne? Hinten ist die Abwehr so lala. Aber wenn sie da einigermaßen stehen und vorne Bambule machen, ist eigentlich egal, ob sie mal einen Gegentreffer oder zwei bekommen, weil vorne können sie immer viele machen. Ne? Das ist ein unfassbares Team vorne. Die gehen da ab, sind schnell, sind jung, sind dynamisch. Ne? Und die USA hat ein bisschen auch viele enttäuscht, aber ich wusste, Wales ist da nicht zu unterschätzen. Am Ende, erste Halbzeit haben sie aggressiv gespielt und viel Druck gemacht. Zweite Halbzeit Kraft nachgelassen, sehr, sehr schwach. Und ich sage, ich traue den ein Tor gegen England zu, weil die sind talentiert, die haben es drauf. Aber im Ganzen ist England viel besser und wird 3-1 gewinnen. Ja? England, USA, 3 Sieg, England, England ist drauf. Somit kommt England heute ins Achtelfinale. 3-1 Sieg, Handicap-Sieg für England heute gegen die USA. So, Freunde, das war meine Prognose für den 6. Spieltag bei der WM. Geht zu Space Frogs auf seinem Kanal und schreibt ihm hier, dass er die legendären Videos vom Onkel benutzt. Und kommt alle in meine VIP-Gruppe, Freunde, ab. Dort kommt heute mein Wettschein des Tages. Peace out da und wir sehen uns heute Abend, wenn es gut läuft. Wenn nicht, dann wieder morgen aus dem Studio, Mavericks WM-Studio, zum Polen-Saudi-Arabien-Spiel. Peace out da und ratatatata macht die Geizchenmaschine. Yeah.